Wir machen es einfach so, wir stellen alles Montag auf, dann machen wir zwei Tage Feiertag. Wir machen Dienstag, Mittwoch machen wir Ruhetag. Da passiert gar nichts. Paula. Eigentlich sind wir für heute fertig. Wir haben einen Zeitplan gemacht, wann was aufgebaut wird. Letzte Woche war ich noch ein bisschen gestresst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir hatten noch nicht so viel organisiert und ich hatte auch noch keinen Überblick, wann was aufgebaut wird, aber inzwischen habe ich da einen Überblick und deswegen glaube ich, dass es gut wird, dass wir es hinkriegen. Ich bin die Paula, ich bin Schülerin am RMG und war im Rahmen der P-Seminare an der Organisation des letzten Zirkuses beteiligt. Also die P-Seminare spielen eine sehr große Rolle für den Zirkus. Eigentlich organisieren die P-Seminare hauptsächlich wirklich den Zirkus, mit Unterstützung der Lehrer natürlich und des Klosters, aber die vielen oder diese fast 80 Schüler der 11. Klasse organisieren wirklich den Zirkus und im Zirkusbüro läuft alles zusammen. Es ist wirklich, wie der Name schon sagt, das Büro vom Zirkus und es laufen alle Unterpunkte zusammen. Also es wird zum Beispiel der Zeitplan erstellt oder auch nur der Bürokram gemacht von manchen Menschen. Also es wird bis ins kleinste Detail eigentlich durchgeplant alles. Am Nachmittag war dann noch das Nummerncasting. Das heißt, es haben alle Artisten vorgestellt, was sie denn gerne machen würden beim Zirkus. Und da wurde dann ausgewählt, welche Nummern dann letztendlich wirklich beim Zirkus stattfinden. Wir springen jetzt Trampolin, also wir haben jetzt unser Casting. 3-2 Monate haben wir dafür trainiert. Jetzt haben wir 4 Durchgänge, zweimal Strecksprung und dann 2 Saltos, aber heute noch nicht die richtige Choreo. Wir können unsere Choreo erst machen, wenn wir im Zelt sind,
weil wir früh den Platz schauen müssen, wie das so ausgeht. Ich find's mega. Ich find's ja mega normal. Es wird toll. Wir sind alle ganz aufgeregt, dass jetzt losgeht. Auch. Länger nicht mehr so gute Diabolo-Spiele gehabt, oder? Würde ich sagen. Nein, aber es sind keine Spieler, es sind natürlich Artisten. Ja, unser Ziel war, dass bis zum Zirkuscasting es dann auch wirklich alle drauf haben. Wir müssen es zwar nicht alle bis zum Zirkuscasting können, da nicht alle beim Zirkuscasting vormachen müssen. Aber ja, wir haben es jetzt dann doch geschafft. Wir könnten theoretisch alle, aber wir haben uns jetzt halt auf eine kleinere Gruppe beschränkt. Hi, ich bin der Konsti. Ich habe eine der Diabolo-Gruppen geleitet, war auch beim Casting dabei. Zudem habe ich auch noch in einer der Kreppbuden gearbeitet und war bei der Percussion-Nummer vom Christopher Fellinger dabei. Wir haben ja uns beim Casting in eine separate Gruppe aufgeteilt, die so in dieser Konstellation nicht beim Zirkus aufgetreten ist, weil so konnten wir es uns sehr einfach machen, weil wir dann statt für jede Diabolo-Gruppe eine Choreo zu machen, konnten wir nur eine Choreo benutzen und das hat uns sehr geholfen und so sind wir ja dann auch durchs Casting gekommen und wurden angenommen. Also das Casting war ja sowieso am Ende vom Schuljahr und dadurch, dass auch die ganzen Vorbereitungen schon gelaufen sind, hat das Casting quasi nochmal den Startschuss markiert für den Zirkus. Und da hat dann wirklich auch der Letzte gemerkt, jetzt kann der Zirkus losgehen. Ein Freiwilliger kommt vor. Wir fahren jetzt gleich wieder zurück und holen noch die restlichen Matten. So einen Schrank müssen wir noch holen, glaube ich. Dann haben wir die Kästen geholt, die Trapeze, den Aerial Cube und so, ja, die Matten halt. Das war's? Nein, schon noch mehr, aber ich weiß nicht, wie die ganzen Dinger heißen. Da muss man halt dann schauen, je nachdem, wo es ist, da vielleicht auch nochmal noch mal ausmessen. Ja, ich bin jetzt das erste Mal im Zirkuszelt. Es ist kleiner als erwartet. Ich habe es mir größer vorgestellt. Und es ist komisch, hier zu stehen. Und das, ja. Aber jetzt kann man sich das noch gar nicht vorstellen, dass hier so viele Leute dann sitzen. Ich bin der Mika Schäberle, ich bin 13 Jahre alt und war während dem Zirkus in der 7. Klasse. Ich war in der Trampolingruppe beim Herr Haber. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen die Sachen vom Casting ein bisschen abwandeln, weil auch wegen dem Platz es ein bisschen kleiner ist. Wir probieren jetzt mal im Durchlauf nur die ersten drei Sprünge und dann setzen wir uns alle in den Kreis. Okay, das heißt Strecksprung, dann Strecksprung mit Trick, dann der Seil. Wir haben selber Ideen eingebracht und ja, einige waren gut, manche haben wir nicht umgesetzt, manche haben wir umgesetzt. Herr Haberl hat Anweisungen gegeben, welche Tricks wir machen oder ob wir einen Trick machen oder einfach so springen und in welcher Reihenfolge wir das machen. Und dann sollten wir das ausführen und dann hat er gesagt, wie es war und was wir besser machen können. Thank you.
Parkplatz klopft. Ja. Wollen wir das gleich auch vorne irgendwo? Ja, safe. Wo steht denn dein Auto? Ja. Ist er schon da? Ja, gestern wurde der Strom verlegt und die Buden schon mal hergebracht, die meisten. Heute kommen die restlichen. Genau, jetzt haben wir gerade mal so unseren Zirkuswagen ausgeräumt, aufgeräumt. Haben ganz viele pflanzliche Sachen gefunden, weil hier ganz viele Schilder aufstellen können. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, wo wir das alles aufstellen. Bob, aber ich weiß nicht, ob das wieder Paul ist. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Ja, näher, näher, näher. Ja, okay. Heute war richtig komisch, Leute. Wir haben heute gar nichts hinbekommen, es lief heute gar nicht und ein paar Leute kamen auch einfach nicht. So nicht, Leute. Wir bräuchten noch mehr so Konzentration so von den meisten hier, aber ich denke, im Großen und Ganzen sollten wir das schon hinkriegen bis zum Zirkus. Und wir treffen uns dann aber noch am Wochenende und üben das alles. Dann wird das schon. Ja, heute geht direkt viel ab. Man merkt gleich noch richtig Zirkusstimmung. Wir haben heute eben die Bänke nochmal festgeschraubt im Zirkuszelt und die zum Beispiel so kleine Zirkusschilder in der Umgebung verteilt, wo man langfahren muss und solche Kleinigkeiten noch gemacht. Ja, am Jahrmarkt wird eingebaut, eingeräumt. Alle haben, glaube ich, eingekauft jetzt heute und schauen mal, dass auch alle Maschinen funktionieren. Wir bauen jetzt hier gerade die Bude noch ein bisschen auf. Quasi, sie wird halt eingeräumt jetzt. Halt. Hier stehen überall noch unsere Sachen rum, also Crepeisen. Hier, die Tafel wurde gerade beschrieben, hier haben wir gleich sogar noch eine Tafel. Die wird auch gleich beschrieben. Genau, bis jetzt hat sieht's noch nicht ganz so weit aus wie bei den anderen Hunden, aber es wird trotzdem die geilste Bude. Ja, ich hab's gerade so gut. Für den Zirkus wünsche ich. Könnt ihr eigentlich nicht mal was Sinnvolles machen? Ja, wie? Sicher, seid ihr euch sicher, dass ihr was macht? Ja, gerade haben wir unsere Generalprobe gehabt, also Würfelaufprobe. Jetzt gut, dann haben wir schlimmer vorne stehen. Wir haben es geschafft, wir sind bei den Ketten, wo man das Diablo quasi durchgibt, sind wir komplett durchgekommen ohne Fehler. Und das ist schon mal ein echt krasser Fortschritt. In der zweiten Aufbauwoche kam dann die Nachricht, dass der Herr Metz Corona hat. Hat uns natürlich alle erstmal ein bisschen zerrüttet. Wir waren alle erstmal ein bisschen sprachlos und waren so, okay, was jetzt? Weil der Herr Metz war so der, der alles wusste. Man konnte immer zu ihm gehen und war so, okay, wie soll man das jetzt lösen? Wie kann man das machen? Was ist los? Und diesen Ansprechpartner hatten wir dann nicht mehr. Auf dem Weg zur Premiere hat man natürlich immer noch gehofft, dass der Herr Metz bei der Premiere dann letztendlich wieder da ist und sie moderieren kann. Am Vormittag vor der Premiere war dann aber klar, dass das eben so nicht stattfinden kann und wir eine andere Lösung brauchen. Es wurde dann natürlich sehr spontan gelöst noch, dadurch, dass dann halt der Alex, die Carlotta und der Herr Weich die Premiere moderiert haben und nicht der Herr Metz. Thank you.
Wir holen jetzt Wasser fürs Artistenzelt, die großen, ich glaube es sind 20 Liter Kanister, weil es geht aus und jetzt holen wir erst noch die leeren, fahren die in die Schule und holen da eben die neuen. Der Während dem Zirkus war es sehr, sehr warm. Ich glaube, es hatte bestimmt 30 Grad an einigen Tagen. Und im Artistenzelt gab es eben Wasser für die Artisten und für alle Beteiligten. Und da die eben immer wieder aufgefüllt werden mussten, ist dann der Linus mit dem Traktor rübergefahren in die Schule, weil im Q12-Raum ein Lagerort war für den Zirkus. Und eben dort die Wasserkanister standen und wir die dann eben immer geholt haben und das Wasser aufgefüllt haben im Artistenzelt. Nach dem ersten Zirkuswochenende kam dann aber der Herr Metz wieder und hat wieder die Nachmittagsvorstellungen moderiert. Wir standen mit dem Herrn Metz immer in Telefon- oder WhatsApp-Austausch und darüber haben wir es dann eben erfahren, dass sein Test negativ war und er wiederkommen kann. Die schönste Vorstellung war, als der Herr Metz wieder kam. Ja, auf jeden Fall. Corona erkrankt und er kam einfach wieder. Also das war das schlimmste Zirkuserlebnis, das ich je hatte, zu wissen, hier ist Premiere und ich sitze zu Hause und weine in mein Kissen. Das war nicht schön. Aber seitdem ich wieder da sein darf, ist es umso schöner. Das muss ich auch sagen. Und gehen einmal zu dieser wunderschönen Kasse mit dem wunderschönen Schild, auf dem auch Kasse steht. Damit das alles hier hygienisch abläuft, brauchen wir natürlich immer unsere Handschuhe, weil anders dürfen wir nicht durch den Kring stressen mit unserer Frau Tschichi. Genau. Während ich hier schon mal den Teig auf die Platte gebe, holt meine reizende Assistentin. Halt die Klappe! Schon mal die ganzen Zutaten. Gib dir gleich reizende Assistentin. Da wir so sehr, sehr spezielle Crêpe-Platten haben, ist die eine Seite des Crêpes schon nach guten 10 bis 20 Sekunden schon fertig. Deswegen sind wir auch besser als die andere Crêpe.
Auch wenn es für unsere Kunden damals nicht so gewirkt hat, hoffe ich zumindest, waren wir schon sehr oft sehr gestresst, weil wir eben, wie gesagt, trotzdem noch eine Verkaufsbude waren, wo es immer ums Geld ging und alles. Viele von uns haben quasi so verkaufsmäßig das erste Mal was gemacht. Krebs waren wir zwar alle natürlich Profis, aber trotzdem war es immer der Stress, wird dieser Crepe jetzt auch gut, sodass man den verkaufen kann oder eben nicht. Aber gegen Ende hatten wir natürlich auch dieses ganze Kassen- und Verkaufssystem, also wo bezahlt wird, wo ausgegeben wird, hatten wir natürlich am Ende viel besser drauf, weil da hatten wir einfach noch ein bisschen Übung gebraucht. Natürlich hatten wir einen riesen Stress immer mit der anderen Crepe-Bude, aber jetzt im Nachhinein betrachtet war dieser Stress eigentlich nur von uns selbst gemacht, weil es kann keinen Kampf geben zwischen Ameise und Stiefel. Ich finde, dass die Crepes von dieser Bude hier richtig gut sind. Ja, weil hier werden die Crepes mit Liebe gemacht. Ja, die sind hier richtig gut. Ja, klar, es muss ja viel Käse sein. So wie die Kunden es lieben. Viel Schinken. Oder du magst doch viel Käse, ich hoffe es doch. Okay. Mehr Wasser läuft über. Machst du das? Da war ich. Stopp. Wir reden jetzt von. Wir reden nicht vom Finale, sondern wir reden von der Nachmittagsshow. Hi. Hey. Ist jetzt hier ein Interview. Was ist? Mein Freund über mich drüber springen im fünften Durchlauf und ja, so ist es auch drauf. Also es ist einfach cool im Zirkuszelt zu sein. Die Konzentration hat bei der Gala dann schon nachgelassen, weil es der vorletzte Zirkustag war, da wir sehr viel Konzentration und Power auch schon die Tage davor reingesteckt haben. Es war alles natürlich sehr anstrengend. Die Gala hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, war sehr schön und man hat sich natürlich wieder auf den nächsten Tag gefreut. Aber es war der letzte Zirkustag und der macht einen immer traurig, weil man länger Zirkus haben möchte. Fühlt sich ein bisschen komisch an, weil letztendlich ist es jetzt vorbei, und aber andererseits ist es auch schön, weil man irgendwie mal wieder ausschlafen kann vielleicht und jetzt auch so der Stress weg ist und alles irgendwie funktioniert hat. Genau, es sind echt gemischte Gefühle einfach. Genau. Die Stimmung von der letzten Aufführung ist wie immer zwiespältig. Ein weinendes und ein lachendes Herz, Auge, wie auch immer. Es ist Wahnsinn, was die Jungs und Mädels wieder auf die Beine gestellt haben. Es ist jedes Mal wieder unglaublich mitzuerleben, was
wenn so viele am gleichen Strang ziehen und das gleiche Ziel haben und die gleiche Energie reinstecken, was dann dabei rauskommt und gleichzeitig natürlich inzwischen auch Wehmut, weil ich weiß genau, in 5 Stunden ist alles vorbei und das ist ein Gefühl, das lässt sich auch tatsächlich schwer beschreiben und ich will es immer wieder haben, das kann ich sicher sagen. Und ihr seid Idioten, ihr könnt mir auch nicht mehr in den Hintern mit reinquatschen. Finale waren die Gefühle sehr gemischt bei mir. Einerseits war ich erleichtert, dass es alles so gut über die Bühne gegangen ist. Andererseits war man auch total traurig, dass es jetzt einfach schon vorbei ist, die schöne Zeit. Ich war froh, dass ich es geschafft habe, ohne eine Verletzung, ohne irgendeinen Patzer. Aber irgendwie war ich auch traurig, weil jetzt ich nicht mehr vor Publikum was machen konnte oder im Zirkuszelt selber stehen konnte. Also wenn ich jetzt halt das Wort Zirkus St. Ottilien höre, dann denke ich natürlich zuerst mal groß, weil Zirkus St. Ottilien, das war eine Riesensache, die auch für uns Schüler natürlich was Besonderes war. Also der Zirkus ist sehr, sehr gut gelungen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Man ist über sich selbst hinausgewachsen, das glaube ich jeder. Und man ist auch zusammengewachsen, zum Beispiel innerhalb der Stufe, auch weil wir es einfach zusammen organisiert haben, aber generell mit allen Zirkusmitgliedern total zusammengewachsen und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.